über den Abschluss in Baden-Württemberg? Er hätte besser sein können. Der hätte besser sein können, auf jeden Fall. Also, dass die Verräumer jetzt die Neuen, also ab 2014, diese Sachen nicht kriegen, die wir schon haben, finde ich unmöglich. Ich denke, er hat genau das gleiche Geld wie wir auch, denn die machen dieselbe Arbeit. Denkst du, dass sie weiter streiken sollten? Auf jeden Fall. Der Abschluss ist nicht gut. Seit wie lange bist du dabei dieses Jahr? Kaisers ist nicht so oft aufgerufen worden. Also ich bin jetzt beim dritten Mal dabei. Gibt es viele Verräumer, die jetzt auch streiken? Ich glaube nicht. Glaube ich nicht. Und man kennt sie ja auch gar nicht, wenn die am späten Abend arbeiten gehen, dann sind wir ja aus den Filialen raus. Diese Niedriglohngruppe, kann man das vermeiden hier in Berlin? Ob wir die vermeiden können, das weiß ich nicht, weil es ist ein Teil in Baden-Württemberg, ein Abschluss, und ich denke, die Arbeitgeber werden das auch hier auf den Tisch packen und sagen, okay, das zählt mit dazu als Paketlösung, damit wir einen Abschluss hinbekommen. Unsere Tarifkommission muss am Ende bewerten, ob das für sie in Ordnung ist, ob wir damit leben können, ob wir das wollen, und danach werden wir dann sehen, ob wir auch einen Abschluss haben. Also ich finde es schon ziemlich gemein, dass die Leute, die körperlich die schwerste Arbeit im Einzelhandel haben, die dadurch ja auch sehr oft im hohen Alter Probleme mit ihren Rücken bekommen, am wenigsten verdienen sollen. Das finde ich nicht gerecht. Ich bin hauptsächlich Staplerfahrer morgens, aber ich verräume auch sehr oft Ware und weiß, wie anstrengend dieser Beruf ist, gerade wenn man es über längeren Zeitraum macht und wenn man dann wirklich seit Jahren morgens um 6 Uhr auf Arbeit steht und seine Arbeit macht oder sogar noch früher, teilweise ab 4 Uhr, ist anstrengend. Ich finde es gut, dass die Kassierer weiterhin gut bezahlt werden und hoffe mal, dass da noch eine Lösung für die Logistiker ja auch noch kommt, dass die jetzt nicht sagen, okay, wir unterschreiben und dann in 3 Jahren sehen wir wieder auf Straßen, weil die Arbeitgeber fordern, dass die Kassierer jetzt weniger kriegen. Also ich habe Bedenken bei diesem Abschluss.